Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich bin wieder in Norwegen und zwar Cold Steel, Kalis Cold Steel. Und das ist ein PRS-Match und ich bin hier schon vor Ort und wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ich bin schon einen ganzen Tag unterwegs, heute und gestern auch. Natürlich ist wieder eine lange Anfahrt, ganz klar, aber es war eine schöne Anfahrt. Ich habe eine Menge gesehen unterwegs. Ich bin ja gestern schon losgefahren, gestern früh, und jetzt ist es mittags hier, also anderthalb Tage habe ich gebraucht, um hierher zu kommen, mit der Fähre wieder Hirtshals. Und ja, das ist eigentlich eine relativ gute Strecke für mich. Die Anfahrt bis Hirtshals sind ungefähr 750 Kilometer, das ist also schon mal ein Stück, aber andere fahren auch so viel. Und hier in Norwegen ist das ja nicht so weit, Gott sei Dank, weil es eben relativ weit im Süden liegt. Und deswegen habe ich natürlich am zweiten Tag Zeit gehabt. Ich bin heute Morgen dann, also wann sind wir angekommen, um zwei in der Nacht angekommen, dann auf dem nächsten Parkplatz ein bisschen gepennt und morgens dann weiter. Und dann habe ich natürlich ein paar Nebenstraßen gesucht, weil ich immer wieder was Neues sehen will, was Neues erleben will, auch auf der Fahrt. Und dann halte ich auch mal an, gucke mir die Gegend an, wo gibt es schöne Stellen. Und so kann man das eine oder andere, finden, was man sonst nicht finden kann, weil man immer die Hauptstraßen lang fährt. Aber die kenne ich ja nun schon mittlerweile. Und deswegen nehme ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit für die Anfahrt. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, warum komme ich immer so früh? Ganz einfach, ich muss eine Menge vorbereiten. Ich filme natürlich auch immer am ersten Tag schon eine ganze Menge. Das dauert auch. Die Drohne muss ein bisschen gestartet werden und. Da geht ein bisschen Zeit geht da schon drauf. Dann will ich auf jeden Fall einschießen nachher. Also ich will 100 Meter überprüfen, ob alles funktioniert. Ich will die Geschwindigkeit nochmal messen. Ich will gucken, ob das ZF gerade ist und so weiter. Weil die 1000 Kilometer Fahrt, da kann immer irgendwas passieren. Deswegen ist es gut, wenn man vorher einschießen kann. Ich muss noch die Sachen fertig machen. Hier oben ist noch mein Package. Ja, und dann, dann wird es wahrscheinlich schon Abend sein. Zwischendurch kommen immer noch ein paar Leute vorbei. Und Hans habe ich ja nun schon wirklich oft getroffen. Jo. Und das letzte Mal war auch Cold Steel? Ja, Cold Steel, 2 Jahre her. Zwei Jahre ja, ist das schon wieder her? Mit der Corona, ja. Wie weit ist deine Anfahrt, Hans? 1100 Kilometer. So also sogar noch weiter als ich. Das ist schon, ja, du bist auch über Hirtshals gefahren? Ja, ja, Hilsarzt und dann die Color Line, Speed, ja. Da bin ich. Aber ich komme immer einige Tage eher und dann gegen das schöne Fischen und Spazieren in der schönen Natur in Norwegen. Was passiert die nächsten Tage? Cold Steel, 2 Tage schießen und zwar 2 Tage volles Programm. Und das ist ja hier immer sehr, sehr abwechslungsreich und sehr aufwendig gestaltet und da freue ich mich schon drauf. Also morgen den ganzen Tag, ich denke mal mindestens 8 Stages morgen und übermorgen nochmal 8 Stages, also nehme ich mal an. Und ich freue mich auf meine Squad, ich kenne da ein paar Leute und auf das ganze Schießen und das zwischendurch und abends gibt es hier gemeinsames Essen und das wird alles wieder ein ziemlich rundes Event. Ich nehme euch mit. Ich werde vielleicht beim Schießen nicht ganz so viel filmen. Ich werde ab und zu mal das Handy einfach raushalten oder mal gucken, was sich so machen lässt, so dass ich nicht ganz so abgelenkt bin und schleppen muss ich den Kram ja auch. Es geht los, es war ein Blitzstart. Ich weiß nicht, wo ich hinterher fahre. Also, das wird ja lustig. Ich kenne die Strecke nämlich nicht. Und ich habe keine Ahnung. Naja, das wird ja wieder mal lustig hier werden. Im Anschluss seht ihr nun einige Stages des ersten Tages. It's basically middle of the sand field, furthest away from us. Schütte klar? Ja. Ill.
Start! Im Haus und es ist extrem laut. Also fallen einem hier die Ohren ab. Ja, zwischendurch immer wieder mal ein Wechsel und das ganze Material muss verpackt und mitgenommen werden auf die neue Stage. Ja, jag tänkte att ta det lite, alltså.
Storms! Interrupted! Vincent Chamber Flag! Für den ersten Teil soll das genug sein. Jetzt noch ein Zusammenschnitt von Szenen aus diesen ersten drei Stages, die ich euch gezeigt habe. Und alle weiteren Stages gibt es in den weiteren Teilen zur Cold Steel, sodass ihr mal eine richtig ordentlich große Übersicht kriegt über das Schießen dort vor Ort. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Es gibt natürlich die weiteren Teile im Laufe der Zeit und das wird auch nicht so lange dauern. Und ich würde mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen und ich sage ciao, bis zum nächsten Teil. So, ab zur nächsten Range. Die ersten zwei, drei Stages haben wir geschafft. Ja.